Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute würde ich gerne mit euch ein Quiz probieren, ein Pokémon-Quiz, um genau zu sein, nämlich ein Pokémon-Ruf-Quiz. Das heißt, ich höre mir jetzt, kann ich hier die Generation auswählen und von dieser Generation höre ich mir dann Rufe an und ich muss dann sagen, zu welchem Pokémon das gehört. Und ich würde mal sagen, wir versuchen mal die ersten 3 bis 4 zu machen und alle auf 100% zu schaffen. Okay, würde ich sagen, wir legen los mit der ersten. Okay, mal sehen. Das ist einfach. Das ist der gute Tragosso. Okay. Das müsste Mashok sein. Denke ich. Ich bin bei Lapras. Ja, das ist einfach. Das ist Blitzer. Ja, das ist Myrapla. Ich denke mal, das ist Europe. Aber, ja, komm. Ich sag, das ist Europe. Das ist Sandan. Ja. Skabuto? What? Alter, was war das? Keine Ahnung. Entweder Kingler oder Amoroso. Ich nehme Amoroso. Und die letzte. Oh, ich weiß es nicht. Natürlich Dicta. Not bad, kid. 9 von 10. Ich habe 9 von 10. Okay, 9 von 10. Also das heißt, das war's. Ja, ja. Und das letzte wahrscheinlich, oder? Ja, das war Kingler. Das war Kingler. Scheiße. Okay. Und ich weiß, einige würden sich jetzt denken, Alter, was bist du für ein Lappen? Das ist so einfach und du schaffst nicht alle. Aber hey, ich bin auch kein Pokémon-Profi, okay? Das muss ich auch sagen. Okay. Das müsste Potrot sein. Oh boy. Scheiße, das wird ja immer schwerer. Ich bin zwischen Cossilla und Magby, tatsächlich. Die beiden kann ich mir nicht vorstellen, aber ich sag mal Cossilla. Ja, das ist der. Feurigel. Ja, das ist Hunde. Hundemon, weißt du? Nein, natürlich Pi. Boah. Das hört sich richtig mächtig an, Alter. Das ist Stalos, safe. Das ist, glaube ich, Hundemon. Das ist Felino. Ich denke mal Celebi. Ja, Girafarik. Nein! Ich dachte gerade, ich habe schon alle durch. Oh, scheiße. Den kann ich nicht zuordnen. Den kann ich wirklich nicht zuordnen. Keine Ahnung. Meganie nicht. Weil Meganie ist so ein bisschen höher. Die beiden würde ich sagen. Aber welcher davon? Ich sag nur Miesel. 6 von 10! Was? So wenig? Was? Alter. Das war Raikou? Okay. War also doch bei mir Plex. Na gut, zweite Generation, nochmal.
Ich würde sagen, Griffel. Kommt da noch was? Anscheinend nicht. Aber ich wär für Webarak. Ja, es ist Xatu. Ich glaube, das ist Quaxo. Ticket-Tocket-Tick. Buff. Ist doch wieder so schwer. Die sind alle so klein, könnte ja alle sein. Außer Merrill. Merrill weiß ich. Ich sag Skorgler. Bist du Schwoltila? Ja, das ist Inkognito. Pi? Wieder 6 von 10? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Die zweite nimmt mich ja komplett auseinander. Das war Pichu. Guck mal, wie die sich anhören, die hören sich ja fast gleich an. Das letzte war. Ich habe sogar Noctu trainiert. Nicht Tauboss, nicht Ibitak, Noctu. Wer gefragt hat. Und ich weiß nicht mal seinen Ruf. Wir machen die dritte. Und hier, glaube ich, werde ich am meisten rasieren. Also, ich glaube, die dritte habe ich mitunter am meisten gespielt. Mit Rubin, Saphir, Smaragd und Omega Rubin Alpha Saphir. Deshalb glaube ich, da werde ich am meisten rasieren. Ja, das ist Armaldo. Boah. Ja, eines meiner Lieblings, Alter. So geil. Nein. Stolos. Ja, das ist klar. Ja, Meditales. Ja, das ist Poupons. Dun, dun. Why not? Oh, auch geil. Explode. Heißt explode auf Englisch. Krabums. Geil. Oh, das wird es jetzt. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist Gewaltroh. Wie Brava? Und Krebskorps. Was soll ich sagen, Bruder? 8 von 10? Oh, habe ich wahrscheinlich. Das war. Sonst war alles richtig. Muss man sagen. Okay, nochmal die dritte, aber diesmal, aber. Nee, ups. Nochmal dritte, aber diesmal 10 von 10. Bist du? Bist Pandir? Geradax. Ich würde sagen, Sonnenfee. Das ist der. Lombrero. Das ist Lilip. Libeskus. Banette. 9 von 10. Hä? Genauso ähnlich. Na gut, aber 9 von 10 ist okay. Kann man mir ja verzeihen. Okay. Machen wir mit der vierten, würde ich sagen, noch weiter. So. Oh, wie süß. Das ist Staralilli. Richtig süßer Sound. Ich würde sagen, das ist eher Cellast. Biliza. Bilifas. Oh. Bin ich bei den beiden tatsächlich? Ich weiß nicht bei welchem. Ich sag mal, der da. Das ist Felino. Nicht Felino. Fineon. Ist, glaube ich, der. Ich glaube, das ist Krupuk. Oh, Glaziola.
Und das ist Panferno. 7 von 10? Das war doch Checkerein. Das hier war. Stimmt. Okay. Dann nochmal die vierte. Nochmal die vierte. Diesmal aber 8 von 10 oder 9 von 10. Das Lustige ist, ich habe die vierte so selten gespielt. Einmal nur. Ich würde Darkrai sagen. Pan Flam. Schluminio. Das ist schwierig. Ich sag's Nibuna, aber sicher bin ich mir auch nicht. Bei den beiden. Ich sag Manaphy. Was? Ich würde Driftblim sagen. Tschö, Drift Zeppeli. Das ist Rexblizzer. What the fuck? Alter, was habe ich denn mit den Namen heute? Rigigigas. Das ist Hippopotas. Driftlohn. Fünf von zehn. Das war das Schlechteste bis jetzt. Okay. Das war... Das war doch Lucario. Okay. Über die vierte reden wir nicht. Über die vierte reden wir nicht. Ich habe letztens Sonne noch, Mond noch durchgespielt. Deswegen versuch ich mal, die siebte noch einmal zu machen. Ob ich es schaffe, beziehungsweise ob ich es gut mache, ist eine andere Sache. Das ist Flamiau. Ich muss gerade den Namen googeln, den Namen im Kopf haben. Das ist, ich weiß den ganzen Namen nicht so. Das müsste Amigento sein. Ich sag Lunala, aber sicher glaube ich auch nicht. Das ist Akku, weil er sich anhört wie so ein Bus. Achtet mal auf das Ende, diese Tschick-Tschick, als ob man so ein Auto so abschließt. Finde ich so cool. Ja, das ist der Reißlaus. Schlinking. Ich hätte mal Shadow gesagt. Das war's hier aber wirklich komplett. Ja, meine lieben Freunde, das war dieses heutige Video. Ich hoffe sehr, dass ihr es nicht deabonniert, weil ich nicht so gut im Pokémon erraten bin, aber was soll ich machen? Ich bin kein Profi darin. Deswegen, meine lieben Freunde, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ich noch mehr solche Art machen soll, gebt einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare, was ich machen soll. Bis dahin, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao!